Wir sind jetzt hier heute Nachmittag noch mal rausgegangen, weil Wetter passt, Wind passt eigentlich ganz gut. Wir werden jetzt mal, hier ist so ein bisschen offeneres Gelände, da gehen wir mal hier so ein bisschen durch, gucken, ob wir nicht irgendwas Passendes finden. Hier Oryx, Keiler. Das Licht ist jetzt gut, wir haben die Sonne wieder im Rücken. Also gucken wir mal einfach hier, ob wir irgendwas sehen können, was uns gefällt und was passt. Hier so tagsüber sehen, das ist jetzt, die sind sicher ganz ruhig und so, die sind jetzt auf der Suche sicher nach Mäusen machen tun, also die fressen jetzt, die sind jetzt auch keine Schädlinge in dem Sinne, eher im Gegenteil, ne? Also die fangen wirklich Mäuse und alle möglichen, fressen Käfer und Insekten und Zeugs, also eigentlich nützliche Tiere auch, ne? Da sieht man jetzt den einen, jetzt kommt er so ein bisschen in die Lücke. Ja, das mit den Löffelhunden, das ist jetzt auch eine coole Sache. Wie gesagt, hat man nicht so oft jetzt hier und im Englischen heißen die ja auch Bat-Eared Fox, also das ist nichts anderes als so eine Art Fledermaus-Ohr-Fuchs, ne? Also weil die halt wirklich diese großen Lauscher haben. Hier das hier, was du siehst, diese Stelle hier oben, ne, mit der ganzen Losung, das ist halt hier, das muss ein Oryx-Bulle sein, der sein Territorium hier mit markiert, ne? Also die machen das halt immer so, aber du siehst, dass der halt relativ häufig hier passiert. Und halt öfter hier auch ist, ne? Und immer ein gutes Zeichen, wenn wir jetzt hier Oryx suchen. Das heißt, der ist, das hier ist sein Gebiet, ne? Aber gut, okay. Den zu finden ist jetzt nicht einfach, aber wir gucken mal, wer weiß. Vielleicht haben wir auch mal Glück. Er ist hier, richtig. Er ist irgendwo hier. Großer Bulle. Großer Bulle. Ja, das ist ein starker Bulle. Ja, der war ja jetzt gerade im Rumpf, ne? In der Rumpf kämpfen die natürlich auch. Du siehst auch der Träger, der hat noch einen unheimlich starken Träger. Der hat sich ein bisschen gekämpft und so, ne? Aber es sieht jetzt nicht nach einer schlimmen Verletzung aus oder so. Der kommt jetzt hier gleich, da kommt er raus. Guck mal den Träger auch, ne? Majestätisches Tier, so, ne? Ne, der hat uns nicht. Ne, wir sind hier gut aus dem Wind. Ne, das ist ein alter Kudubel, ein starker Kudubel. Wahnsinnstier, oder? Aber das alleine ist auch schon Jagd. Das ist auch schon Jagd. Das macht Jagd auch. Richtig. Das ist eine Ohrenschützer gleich. Ja, ja, warte, 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 ganz ruhig. Das Magazin dran, ne? Ja. Ich muss mich durchlachen. Warte, warte, da kommt ein Oryx. Da kommt rechts ein Oryx. Halt mal hier. Zwei. Was ist das denn? Eine Kuh, oder? Warte, das ist noch eine Kuh. Ist da ein zweiter Oryx noch? Ja, hinter Busch. Der kommt gleich links raus. Okay, wir gucken gleich. Was? Die Kuh habe ich schon. Krass, guck mal, wie im Verhältnis, wie viel kleiner ein Oryx so ein Kudu ist. Ne? Warte, wir gucken die Oryx. Hat sie den zweiten Oryx? Ja, aber noch nicht, noch, der ist irgendwo hinterm Busch noch. Da
da sind zwei Oryx. Den zweiten sehen wir noch nicht. Axel, ja? Den musst du dann mit dem Blatt, also genau mitten aufs Blatt. Durch den Busch verdeckt mit dem Blatt. Ja, du musst warten, bis das Blatt frei ist, ne? Also nicht durch den Busch flemmen mit dem Ding. Guck da in unsere Video. Nee, guck genau weg. Ja. Mach eine Chance, dass ich nicht ganz dumm falle. Nein, der steht noch, aber der geht gleich runter. Steht da. Ist er wirklich umgerannt? Steht er noch? Ja, noch steht er. Du kannst ihn nicht sehen, der ist hinter den Büschen. Doch, der hat. Ja, ja. Jetzt genau da, siehst du, wo der Termitmügel ist? Links davon in den Büschen, da guckt nochmal ein Termitmügel raus, der ist genau dahinter. Aber ich glaube, der ist runter jetzt. Das war mal eine spannende Geschichte jetzt hier. Ich glaube, wir machen uns langsam auf dem Weg dahin. Ja, es sieht aus, als ob der liegt. Das ist genau hinter dem dichten Gestrüpp jetzt da hinten. Aber ich konnte ihn ja eben noch stehen sehen, aber der hielt an, war am Taumeln, machen, tun. Und ich denke, der ist runter. Also alles sieht alles gut aus. Schauen wir uns mal. Jetzt haben wir sie wirklich genau in dieser Senke lang gezogen. Auf 140 Meter vor uns, in dem offenen hier. Und hat sich halt perfekt präsentiert. Ne? Also das war jetzt echt eine Wahnsinnschance. Und ja, vorne ist er. Es hat geklappt. Alles sauber, ein Schuss, alles gut. Waldmann Zell. Ein Kudu. Richtig, richtig alter, starker Bulle. Ey, sowas, so viel Glück muss man erstmal haben, ey. Na, sitzt gut, der Schuss. Von der anderen Seite. Oh, geiler Kudo. Ich habe das drei Reisen probiert, ich habe es nicht gewonnen. Ich weiß ja aus Erfahrung, dass du musst die Chance nutzen. Wer weiß, ob die jemals wieder nach Afrika, weiß man ja nicht. So, lieber Axel, ich wünsche dir zu deinem Kudu ein dickes Weidmannsheil, spannende Jacht. Ja, Weidmannsdank. Super geschossen. Und ja, du, ein dickes Weidmannsheil wünsche ich dir. Weidmannsdank. So, ja, jetzt hatten wir hier erfolgreiche Pirsch auf Kudu. Wahnsinns-Kudu-Bulle. Das hat man nicht jeden Tag, ne? Den hat der jetzt mit der Bergara in 6,5 Kilmore.
und der hat gerade mal also eine Flucht von vielleicht 50 Meter gemacht. Und ja, absolut Wahnsinn. Ne? Ja, okay. Ne? Genau. Ja. Ja. Ja, Lucky, guck mal, da bist du. Guck mal mit deinen schicken Haaren. Ja, Wahnsinn, ne? Guck mal, was der für einen verwachsenen Ruf hat. Und ja, da hat man jetzt den Grund, warum der halt so geschont hat. Aber das ist schon alt, ne? Also das ist jetzt keine Sache, die jetzt erst, also das muss schon relativ lange so sein, ne? Ich meine, gut, so hat es ihn nicht behindert in dem Sinne, also er ist nicht in irgendeiner schlechten Verfassung deswegen. Aber das macht den halt umso interessanter, ne? Wie machst du an? Ja. Beim Schießen und auf der Jagd geht es immer um Sicherheit und Qualität. Das ist der Grund, warum JagdTotal sich für eine Partnerschaft mit diesen großartigen Firmen entschieden hat. Und so wie wir, kannst auch du deren Produkten vertrauen, um dem Anspruch an deinem nächsten Jagderlebnis gerecht zu werden. JagdTotal präsentierte diese JagdTotal-Folge aus Namibia.